Okay, Teil 2. Ich hatte schon vor einiger Zeit versprochen, ich will den Rosenkranz ein bisschen erklären. Das möchte ich jetzt tun. Ein Rosenkranz sieht zum Beispiel so aus. Das ist der klassische Rosenkranz. Es gibt aber auch andere Formen. Ein etwas kleinerer Rosenkranz. Oder, was ich immer in der Tasche habe und was mir besonders gut gefällt, ein Rosenkranz in der Form. Einfach nur ein Ring mit 10 Punkten, Perlen und einem Kreuz. Ich will ausgehend von dem großen Rosenkranz erklären, wie das mit dem Rosenkranzbeten geht und ja, dir vielleicht so ein wenig helfen, wenn du gerade in diesen Tagen etwas Rosenkranz beten möchtest. Ihr seht, der große Rosenkranz besteht aus einem Kreuz, das ist der Beginn, dann folgt eine Perle, drei Perlen, eine Perle. Dann eine Verzweigung, hier als Herz, manchmal auch in anderer Form. Manchmal ist auch diese letzte einzelne Perle als Verzweigung schon direkt gedacht. Dann folgen 10 Perlen, eine, wieder 10, eine, wieder 10, eine, nochmal 10, eine und wieder 10 und man ist wieder zurück an der Verzweigung. So ist ein Rosenkranz aufgebaut. Ich erkläre kurz, wie er gebetet wird. Wir fangen bei dem Kreuzzeichen an und machen das Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dann betet man das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das ist das Glaubensbekenntnis. Manchmal, wenn man ihn mit mehreren betet, kann man das Glaubensbekenntnis auch teilen. Das heißt, einer betet vor und die anderen beten ab einer bestimmten Stelle nach. Bei der einzelnen Perle, die dann folgt, betet man das Ehre sei dem Vater. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. An derselben Stelle bleibt man und betet nun hier ein Vater unser. Das könnt ihr alle, deswegen bete ich das jetzt nicht vor. Und dann kommen die drei einzelnen Perlen. Bei jeder betet man ein Gegrüßet seist du Maria und fügt bei diesen drei Perlen jeweils eine kurze Einfügung ein, immer an der Stelle, wo von Jesus die Rede ist. Ich bete einmal das Gegrüßet seist du Maria und erkläre dann, welches Gebet eingefügt wird. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bei diesen drei Perlen betet man um Glaube, Hoffnung und Liebe. Und es wird so gemacht, dass man immer an der Stelle, wo es in dem Gegrüßet seist du, Maria, um Jesus geht, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dann etwas anfügt, der in uns den Glauben vermehre. Und bei dem zweiten, der in uns die Hoffnung stärke. Und bei dem dritten, der in uns die Liebe entzünde. Das sind die drei Perlen. Dann folgt wieder eine einzelne Perle. Man betet das Ehre sei dem Vater und beginnt dann wieder neu mit dem Vater unser. Das kann man bei dieser einzelnen tun oder an der Stelle, wo die Verzweigung ist. Hier beginnt jetzt der eigentliche Rosenkranz. Manchmal, wenn es schnell gehen soll, zum Beispiel im Auto bete ich sehr oft den Rosenkranz, dann mache ich es sehr oft so, dass ich den Anfang, den ich gerade erklärt habe, ganz weglasse, sondern direkt mit dem eigentlichen Rosenkranz beginne. Das sind diese 5x10 Perlen mit den einzelnen Perlen dazwischen. Man beginnt, wie gesagt, bei der Verzweigung oder bei der einzelnen Perle davor betet das Vaterunser. Dann kommt 10-mal jeweils bei jeder Perle ein Gegrüßet seist du Maria.
und wieder eine einzelne Perle. Ehre sei dem Vater. Bei dieser einzelnen beginnt man wieder mit dem nächsten Gesetz, so nennt man diesen Abschnitt von 10 Perlen plus der einen. Hier beginnt man wieder mit dem Vater unser, noch einmal 10-mal gegrüßet seist du Maria, Ehre sei dem Vater. Und wieder von vorne, gegrüßt Vater unser im Himmel, dann 10-mal gegrüßet seist du Maria und einmal Ehre sei dem Vater. Und bei den letzten auch, ne? Vater unser im Himmel, 10-mal gegrüßet seist du Maria und Ehre sei dem Vater. Ein meditatives Gebet, man betet immer wieder dasselbe. So wie Liebende sich immer wieder sagen können, ich liebe dich, und es für sie nie langweilig wird, weil sie aus der Tiefe ihres Herzens sprechen. So ist auch das Rosenkranzgebet eigentlich ein meditatives Gebet. Ihr kennt es manchmal aus Filmen, dass so die östliche Mystik so etwas, das betrachtende meditative Gebet kennt mit diesem Om oder anderen Gebetsformeln, wo sehr oft sehr wenig Text ist oder immer wieder dieser Text wiederholt wird, aber man eigentlich dadurch versucht, auf den Kern zu kommen, den Kern des eigenen Wesens und den Kern der Beziehung mit Gott. Beim Rosenkranz wird zusätzlich zu diesen einzelnen Gebeten, die immer sich wiederholen, bei jedem Gesetz, also bei jedem 10 gegrüßet seist du Maria, ein Geheimnis eingefügt. Und diese Geheimnisse sind die freudenreichen Geheimnisse, die lichtreichen Geheimnisse, die es noch nicht sehr lange gibt, die Papst Johannes Paul II. Eingefügt hat, dann die schmerzhaften Geheimnisse und die glorreichen Geheimnisse. Das sind die 4 klassischen, bekannten Rosenkränze. Bei jedem Geheimnis denkt man über einen Aspekt aus dem Leben Jesu nach, dass er zum Beispiel in Bethlehem geboren wurde, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er im Jordan getauft wurde, dass er bei der Hochzeit zu Kana seine Herrlichkeit offenbart hat, dass er die Eucharistie, das heißt die Heilige Messe, eingesetzt hat, dass er das schwere Kreuz getragen hat, dass er uns den Heiligen Geist gesandt hat. Eine ganze Reihe an Geheimnissen. Ja, ich erzähle gerne mal, welche Geheimnisse jeweils sind. Bei den freudenreichen Geheimnissen, also jedes Mal werden die Geheimnisse eingefügt, wie bei diesen ersten dreien, immer an der Stelle, wo es um Jesus geht. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns oder den du, o Jungfrau, wir sprechen Maria an, aber eigentlich denken wir bei all diesen Geheimnissen an Jesus. Und zwar bei den freudenreichen Geheimnissen, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, den du zu Elisabeth getragen hast, den du in Bethlehem geboren hast, den du im Tempel aufgeopfert hast, den du im Tempel wiedergefunden hast. Das sind die freudenreichen Geheimnisse. Bei den lichtreichen Geheimnissen sind die Inhalte, der im Jordan getauft worden ist, der bei der Hochzeit zu Kana seine Herrlichkeit offenbart hat, der das Reich Gottes verkündet hat, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist und der uns die Eucharistie geschenkt hat. Das sind die lichtreichen Geheimnisse. Die schmerzhaften Geheimnisse behandeln den Tod Jesu und sein Leiden. Das erste, der für uns im Garten Blut geschwitzt hat, der für uns gegeißelt worden ist, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist, der das schwere Kreuz getragen hat, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und die glorreichen Geheimnisse beschäftigen sich mit der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu und nachher auch Mariens. Im ersten glorreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der vom Tode auferstanden ist, der in den Himmel aufgefahren ist, der uns den Heiligen Geist gesandt hat, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat und der dich im Himmel gekrönt hat. Das sind die glorreichen Geheimnisse. Es gibt noch andere und man kann auch selber welche sich überlegen über Dinge aus dem Leben Jesu. So geht das mit dem großen Rosenkranz. Wie ist das mit den kleinen? Ihr seht hier
oder auch bei dem hier. Es sind 10 Perlen, die mit einer verknüpft sind. Hier ist diese eine Perle zugleich auch das Kreuz. So kann man den ganzen Rosenkranz, indem man ihn am Finger hat oder leicht in der Hand hält, beten und fängt immer wieder von vorne an. Kann also mit dieser 1x10 Perlen auch die 5x10 Perlen beten. So geht das mit dem Rosenkranzgebet. Vielleicht ist dir das eine Hilfe. Ich kenne sehr viele Menschen, die das Rosenkranzgebet sehr gerne und täglich beten. Manchmal beten ältere Leute es zum Einschlafen. Auch das ist eine gute Hilfe. Es gibt Rosenkränze, die phosphorizierend sind, die also im Dunkeln leuchten. Ich habe da schon ältere Menschen gesehen, die im Bett immer so einen Rosenkranz haben. Es gibt andere, die hängen sich den Rosenkranz als Schmuck um den Hals. Auch das ist vielleicht eine Möglichkeit. Eigentlich ist er aber nicht als Modeschmuck, sondern als eine Hilfe zum Gebet gedacht. Vielleicht kann der Rosenkranz auch dir helfen, die Zeit hier etwas zu nutzen und ja, in der Betrachtung der Geheimnisse aus dem Leben Jesu etwas mehr im Glauben zu wachsen.